Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker. Das letzte Mal haben wir aufgehört, haben mit dem roten Leonkönig dort unten geredet. Wir müssen ein Segel holen, sind also jetzt auf Port Monet sozusagen gefangen. Und wir haben ziemlich viel zu tun, deswegen legen wir sofort los. Bevor ich aber mit irgendetwas beginne, möchte ich gleich einmal anmerken, hier gibt es ziemlich viel Geld zu finden. An gewissen Stellen, zum Beispiel hier in dieser Vase, 5 Rubine. Jedes Mal, wenn man mehr Geld braucht, einfach in ein Gebäude reingehen, zum Beispiel hier, wieder hinausgehen und wieder die Vase kaputt machen. Ganz einfach. Hier hinten gibt es natürlich auch noch etwas. Falls ihr gleich einmal fragt oder wissen wollt, was wir alles jetzt zu tun haben. Oh, gelber Rubin sogar. Sehr schön. Wir sind schon auf 200, deswegen brauche ich gar nichts mehr. falls ihr fragt, was wir jetzt zu tun haben. Es sind im Grunde nicht wirklich schwierige Dinge. Sorry, Frame Drops. Ich dachte, sie hören auf. Wir haben im Grunde nicht wirklich schwierige Dinge zu tun. Wir haben erstens vor, mal diese Kinder hier herauszufordern, aber das werden wir gleich, nachdem wir mit dieser Person hier drinnen gesprochen haben, tun. Willkommen in Maries Schule des Glücks und des Frohsinns. Dich sehe ich hier aber zum ersten Mal. Bist du vielleicht ein neuer Schüler? Nein, bin ich nicht. Kann ich etwas für dich tun? Ja, bitte. Man sieht es mir vielleicht nicht sofort an, aber ich bin eine Lehrerin. Gut 20 Jahre wird es jetzt schon her sein, dass ich hier in Port Monet meine Schule eröffnet habe. Ich bringe den Kindern bei, was wahres Glück ist. Nur eines bedrückt mich. Es gibt da diese freche Viererbande, die hacken immer irgendwelche Streiche aus und hören nie auf das, was ich sage. Ich warte hier den ganzen lieben langen Tag auf sie, aber sie lassen sich hier einfach nicht blicken. Du wärst nicht zufällig so gut und würdest dir mal ihren Anführer Ivan auf ein Wörtchen zur Brust nehmen? Kannst du das für mich tun? Na klar, kein Problem. Gut, und das werden wir auch tun. Oh, ich hoffe, das Ganze ist jetzt nicht so schnell für euch. Ich versuche das nur so schnell wie möglich hinter mich zu bringen. Mehr als 3 Videos möchte ich nicht machen, um das Ganze hier fertig zu bringen. Anführer ist das hier. Yippie! Sag mal, du da, passt dir vielleicht was nicht? Willst du dich mit uns anlegen? Mit uns, den ganz kleinen Strolchen, wohlgemerkt, ganz klein. Gib's zu, du wurdest doch eh nur von dieser aufgetakelten Alten, will sagen, von Frau Lehrerin Marie geschickt, um uns zu ermahnen, oder? Von wegen, wir sollen nicht mehr die Schule schwänzen und nicht mehr zu spät kommen. Wir sind die ganz kleinen Sträucher, verstehst du? Wir sind klein. Da werden wir doch nicht auf solch pädagogisches Geschwätz hören. Ich weiß, ich habe ja gewusst, was dort gestanden ist. Also es war nicht so jetzt, dass ich falsch gelesen hätte oder sonst irgendwas. Ich frage mich nur, so ein ganz kleiner Strolch kennt das Wort pädagogisch. Wundert mich. Aber weißt du, wenn du uns zu einem kleinen Wettkampf herausfordern würdest, könnte man ja vielleicht darüber reden. Na, interessiert? Ich fordere euch heraus. Gut, das Ziel ist es, wir müssen die 4 jetzt finden. Sobald wir sie gefunden haben, müssen wir sie jagen und fangen. Das heißt, es ist Hide and Seek mit Catching. Gut, die erste Person ist nicht so weit weg. Wir gehen gleich einmal hier hinaus. Falsches hinaus. Das andere hinaus war's. Und zwar dieses hinaus. Drehen uns nach links und hinter diesem Strauch befindet sich die erste Person. Ihr braucht keine Angst haben, diese Kinder zu verlieren aus den Augen, denn sie bleiben immer stehen. Das heißt, ihr seht, dieses Kind bewegt sich erst jetzt wieder. Kleiner Tipp, Rollen bringt sich hier was, aber hier nicht. Weil sonst redet ihr mit den Mädchen, mit den Damen dort. Nicht schlecht. Schlecht. Gut, der zweite befindet sich hinter dem Grabstein, der direkt bei dem Sänger vor dem Grabstein steht. Also direkt dahinter, das ist der Sänger, nur dass ihr es wisst. Sänger, Tänzer meine ich. Und hier befindet er sich, für die Leute, die ihn nicht sehen. Wow. Gut,
Ich frage mich trotzdem bis heute noch, wieso Link nicht gleich nachläuft. Nein, er wartet erst einmal, bis er wegläuft, komplett. Ich weiß nicht, ob sich das was bringt, ob ich, wenn ich von der anderen Seite komme, aber ich denke mal, es ist ein etwas kürzerer Weg. Ja, er läuft jetzt einmal da entlang. Versucht ihm nie den Weg abzusperren, denn die können, wie ihr seht, ziemlich gute Haken schlagen. Erst sobald sie auf einem großen Feld wieder rumlaufen, versucht ihnen nachzurollen. So wie jetzt. Uhuhu, du hast mich geschnappt. Ja, habe ich. Gut, den nächsten haben wir gleich hier um die Ecke. Der war meiner Meinung nach immer noch der schwierigste zum Fangen. Aber ist eigentlich, glaube ich, vom Schwierigkeitsgrad genauso schwer wie die anderen. Wir müssen einfach nur hier die Wand entlang. Falls ihr nicht wisst, wo genau, ihr braucht nur links unten schauen auf die Karte. Der gelbe Pfeil sind wir. Gut, und ihr seht ihn hier schon. Person Nummer 3. Sieht fast genauso aus wie Person Nummer 2. Falls ihr hier auch noch zu wenig Geld habt, ihr seht, gleich um die Ecke sind wieder zwei Vasen. In denen wahrscheinlich wieder zwei blaue Rubine sein werden. Ein roter sogar noch. Also man bekommt hier ausreichend Rubine. Es ist überhaupt kein Problem, hier Rubine zu bekommen. Ja. Komm, Junge. Ich habe nicht so viel Zeit. Nein, ich habe nicht Zeit. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Ich hasse es, wenn er da zwischendurch laufen muss, jedes Mal. Okay, der ist wirklich um einen Tick schwieriger zu fangen, weil er noch einen Tick schneller ist, denke ich mal. Schau mich an, ich bin fett und bin schneller als du. Oha. Junge! Junge, bleib stehen! Ich hab keine Zeit! Ich hab keine Zeit. Endlich, geht doch. Ach nö. Der hat eine ganz komische Körperfarbe. Gut, ich meine Hautfarbe. Und der letzte befindet sich hier. Oh mein Gott, nein, 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 wir wollen dich nicht hören. Nein, lass mich in Ruhe. Heul rum. Okay, nicht stören lassen von ihm. Hier ist der letzte. Der am allerleichtesten zum Fangen ist, wenn ich es jetzt nicht versaue. Weil er einfach eine ganz simple Route abläuft. Und ich brauche nicht einmal rollen. Nein, du hast mich. Da hast du mich. Okay, oh Backe, bla bla bla. Wir haben gewonnen. Sie haben es nicht mehr drauf. Nein, ich lese schon wieder vor. Jedenfalls hören wir ab heute damit auf, grundlos jeden zu ärgern. Verzeih uns unsere Fiesheiten und nimm bitte das hier an. Und wir erhalten unser zweites Herzteil. Zwei dahin, noch zwei im Sinn. Das heißt, zwei noch für ein weiteres Herz. Gut, ich weiß, eigentlich sollten wir das selber erledigen, aber könntest du nicht vielleicht für uns zu Frau Lehrerin Marie gehen und dich entschuldigen? Danke. Oh, volle Säcke. Ja, lauft mir noch nach. Tut so, als hättet sie nichts zu tun. Und lasst mich alles tun. Ja. Gut, das heißt, wir entschuldigen uns bei ihr. Und wir erhalten nochmal einen violetten Rubin. Ich weiß, ich habe schon eine volle Rubintasche, das braucht mir keiner sagen. Aber ich weiß, ich könnte die Rubine jetzt besser nutzen. Aber wie gesagt, auf dieser Insel ist es sehr leicht, Rubine zu bekommen. Deswegen auch gar kein Problem. Gut. Wie es aussieht, hast du dich tatsächlich anstelle von uns bei Frau Lehrerin entschuldigt. Sehr anständig. Ach ja, wusstest du eigentlich, unsere Lehrerin, Madame Marie, hat bald Geburtstag. Boss, wir sollten ihr was schenken. Red keinen Unsinn, wir sind die ganz kleinen Strolche. Ganz klein, weißt du? Und nicht Pfadfinder, kapiert? Aber da fällt mir ein, dass die Frau Lehrerin völlig verrückt nach Accessoires ist. Was hat es ihr denn jetzt gerade angetan? Waren das nicht diese Glücksamulette? Ja, vielleicht liegt ja irgendwo eines rum. Dann können wir ihr das schenken. Warte mal.
Als ich neulich ein bisschen auf den Bäumen rumgeklettert bin, da habe ich auf einem von ihnen was Blitzendes gesehen. Ja, ich weiß, ich lese manchmal nicht eins zu eins aus, Leute. Da bin ich mir ganz sicher. Gut, also er hat irgendetwas Blitzendes gesehen, als er auf den Bäumen war. Also es kann auf diesem Baum hier sein. Nein, war es nicht. Es war nämlich auf einem Baum weiter unten. Und ich gehe jetzt gerade den umständlichsten Weg, den ich nur gehen kann. Deswegen rolle ich auch, weil ich nicht mehr so viel Zeit habe. Denn wir werden noch das Glücksamulett holen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Denn es ist genau hier versteckt, neben dem Bombenshop. Und wir erhalten das erste Mal ein Glücksamulett. Das heißt, danke Leute fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.